gesprochen. Da war, glaube ich, der Olli und der Belli und die waren alle noch nicht dabei. Das war auf dem Opernplatz. Du warst, ja, und da habe ich schon deutlich gesagt, dass die Maßnahmen unangemessen sind. Und das habe nicht damit gerechnet, dass es noch so schlimm werden würde, so lang anhalten würde. Und habe auch nie damit gerechnet, dass man uns da noch mit dem Impfstoff um die Ecke kommt. Ich sehe viele oder mRNA-Substanz-Applikationsschäden. Ja. Ihr werdet in eurem Bekanntenkreis auch sicherlich eine Menge von Bekannten haben, die irgendwelche Schäden aufweisen, die sie nicht erklären können. Ja. Die gehören gemeldet. Und ein Arzt, dem man den Verdacht vorträgt, hier könnte ein Impfschaden vorliegen, muss melden. Es ist eine Verpflichtung, den Verdacht zu melden. Lassen Sie sich bitte nicht abwimmeln. Ja, das ist ja noch nicht erwiesen. Nein, es reicht der Verdacht. Ja, wenn Sie auf der Lunge Röcheln haben, dann könnten Sie eine Lungenentzündung haben. Dann sagt der Arzt, Verdacht auf Lungenentzündung oder Verdacht auf Bronchitis, auch wenn er noch kein Röntgenbild hat. Ein Verdacht gehört gemeldet. Ein Verdacht gehört gemeldet dem örtlichen Gesundheitsamt. Und zwar vom Arzt und vom Heilpraktiker. Fordern Sie das ein. Die Ärzte, die das nicht tun, zeigen Sie bitte bei der Ärztekammer an. Denn es... Im Infektionsschutzgesetz, das ja immer wieder zitiert worden ist, steht drin, dass die Nichterfolgung einer Meldung bis zu 25.000 Euro Bußgeld nach sich ziehen kann. Machen Sie den Ärzten bitte einen großen Druck, dass sie die Verdachtsmomente möglicher Impfschäden melden. Wir haben ein Underreporting. Es wird zu wenig gemeldet. Die Schäden sind extrem. Ich habe Patienten, deren berufliche Karriere zu Ende ist. Ich habe auch Leute, die bereits tot sind. Das Thema ist weiterhin wirklich und präsent. Man muss nur die Augen aufmachen und darüber reden. Lassen Sie sich bitte nicht abwimmeln, das ist meine Botschaft. Mehr möchte ich nicht sagen. Vielen, vielen, vielen Dank, Josef, für alles, was du in den letzten Jahren geleistet hast, dass du dich nie hast verbiegen lassen und jetzt immer noch dastehst und die anderen Ärzte aufforderst, das zu tun, was moralisch richtig ist, was rechtlich ist, richtig ist. Und genau dafür gehen wir auf die Straße. Liebe Leute außenrum, wenn ihr überhaupt nicht versteht, worüber Josef jetzt gerade geredet hat, schaut euch nur ein Pieks an. Eine Dokumentation 1,5 Stunden lang, nur ein Pieks. Es ist eben nicht nur ein Pieks für so viele. Wir wissen mittlerweile aus Studien, 100.000 Übersterblichkeit. Erst seit 2020 hatten wir diese Übersterblichkeit nicht. Und wir wissen mittlerweile auch, es gibt drei verschiedene Chargenarten von Impfungen. Die einen haben viele Nebenwirkungen, 5% der verimpften Dosen haben.